Hallo. Ja gut, Mikrofon ist an. Gut, volles Programm, starten wir gleich. Also es geht um die Netzneutralität und es geht vor allem auch um Europa. Wir werden aber natürlich aufgrund der Sachlage und dem, was diese Woche in Indien und mit Internet.org passiert ist, auch ein bisschen über den Tellerrand schauen und uns die restliche Welt anschauen. Jetzt geht es ums Internet und wir haben schon ganz viel im Thema Netzneutralität gesprochen, über die Wahlfreiheit des Einzelnen, über die Chancengleichheit im Markt, Internet, aber zusehends, und das ist wirklich der Shift in der Debatte, der gerade passiert, geht es bei Netzneutralität auch um die globale Einheit des Netzes. Es gibt zwei Kernprinzipien, auf die man das alles zurückführen kann. Das ist einerseits die Unteilbarkeit des Netzes, auch bekannt als End-to-End-Prinzip. Dass ich von jedem Knoten im Netz zu jedem anderen Knoten im Netz eine beliebige Verbindung aufbauen kann, ohne eine zentrale Autorisierung, ohne dass es eine Unterscheidung zwischen Sendern und Empfängern gibt, wie im Kabelfernsehen. Oder dass in der Mitte irgendjemand steht, der jedes einzelne Bit abrechnet und Qualitätsunterschiede einführt, wie im Telefonnetz. Und es geht aber auch um Chancengleichheit und die geht Hand in Hand mit der Wahlfreiheit des Einzelnen. Dadurch, dass im Netz nicht diskriminiert wird, gibt es auch für alle dieses Level Playing Field, in dem wir unsere demokratische und wirtschaftliche Freiheit nutzen können. Und der Kernpunkt, weswegen wir über diese Themen sprechen müssen, sind wegen den zwei Formen von Diskriminierung, mit denen wir heute konfrontiert sind. Die technische Diskriminierung passiert immer dann, wenn ein Provider einen Dienst diskriminiert. Das heißt, wenn ein Dienst gedrosselt wird oder gänzlich blockiert wird. Wir kennen das alle aus der Drosselcom-Debatte hier in Deutschland oder in den meisten Mobilfunkverträgen, in denen Voice-over-IP einfach mal über die AGBs ausgeschlossen wird, damit die Leute das teure Roaming nutzen. Viel wichtiger in der heutigen Debatte ist aber die ökonomische Diskriminierung. Das heißt, da, wo auf wirtschaftlicher Ebene, auf Preisebene einzelne Dienste bevorzugt werden. Und da haben wir natürlich mit Spotify das beste Beispiel eines sogenannten Zero Ratings, wo einfach das Volumen von einem Dienst ausgenommen ist von meinem monatlichen Volumen und Spotify sich freuen kann, weil es in der Pole Position vor allen Kunden der Deutschen Telekom ist. Wir haben so als Netzneutralitätsaktivisten inzwischen das Problem, dass wir mit unserer Persiflage und unserer Dystopie von der Realität eingeholt werden. Das ist so eine Persiflage aus der Hochphase der Drosselcom-Debatte, in der man sieht, wenn alles gedrosselt wird, dann kann der Nutzer noch einzelne thematische Pakete kaufen, wo er dann beliebig viel Sprachtelefonie oder News oder Shopping nutzen kann. Diese Persiflage ist inzwischen Realität geworden. Bei T-Mobile Ungarn gibt es genau solche thematischen Datenoptionen, die, nachdem mein Datenvolumen aufgebraucht ist, kann ich mir dann halt die sozialen Netzwerke, die T-Mobile Ungarn hier dazu zählt, noch unbeliebig weiter nutzen mit so viel Volumen, wie ich will. Also hier ist erschreckenderweise das, was wir als Scherz gemeint haben, Realität geworden. Und um irgendwie den Stand der Debatte aufzuarbeiten, wie gut das gerade applaudiert wird, kommen wir leider nicht an diesem Mann hier vorbei. Unser Digitalkommissar Oettinger. Haben wir Ton? Ein kommerzieller Dienst. Gesundheit. Nochmal. Ich finde, das Game kann auch mal irgendwo nicht perfekt auf dem Bildschirm sein. Aber Verkehrssicherheit. Ein kommerzieller Dienst. Gesundheit. Ein kommerzieller Dienst. Und ein paar andere fallen mir ein, sollten von der Netzneutralität, von diesem Taliban-ähnlichen Thema abweichen dürfen. Also wir haben es gehört, Taliban-ähnliche Zustände in Deutschland beim Thema Netzneutralität und diese kommerziellen Dienste der Telemedizin und der selbstfahrenden Autos, wegen denen müssen wir jetzt die Netzneutralität abschaffen. Das ist das Thema der Spezialdienste, das heißt jener Dienste, die eigentlich nicht Teil des normalen Internets sind. Spezialdienste hat es immer schon gegeben. Telekom-Leitungen und auch das IP-Protokoll sind schon immer für Dienste genutzt worden, die eigentlich nichts mit dem Internet zu tun haben. Seien das End-to-End-Verbindungen, Machine-to-Machine oder Alarmanlagen. Das Problem ist, dass wir heute in der Debatte und insbesondere von Kommissar Oettinger ganz viele solche Beispiele für Spezialdienste bekommen, wo sich jeder denkt, ja klar, gut, das hat ja nichts mit dem Internet zu tun, das ist ja wirklich wichtig, da hier geht es um Gesundheit und Verkehrssicherheit und die Industrie. Und deswegen müssen wir jetzt Netzneutralität aufweichen oder keine extreme Version davon beschließen, damit solche tollen Anwendungen möglich sind.
Die Realität sieht aber so aus, solche Anwendungen waren in der Vergangenheit möglich und sind es auch in Zukunft. Auch nach der strengsten Version von Netzneutralität, die gerade am Tisch liegt, nämlich jener, die das Europaparlament im April 2014 beschlossen hat, wären alle diese Dienste immer noch möglich. Das heißt, worum es eigentlich geht, sind diese Dienste. Die bandbreitenintensiven Dienste, welche vor allem auch in den Revenue der großen Telekom-Konzerne einschneiden und welche auch viel Geld verdienen mit den Kunden über die Leitungen der Internetprovider. Die will man zur Kasse bitten, da will man vertikal entlang der Wertschöpfungskette integrieren und einfach ein Stück vom Kuchen dieser Unternehmen, die so viel Geld übers Netz verdienen. Und gerade diese Beispiele muss aber eine gute Definition von Spezialdiensten ausschließen, weil wir wollen nicht, dass diese Dienste hier anders behandelt werden. Die schaffen es alle, technisch wie auch ökonomisch im Best-Effort-Internet zu existieren. Kein Dienst, der keine technische Notwendigkeit hat, anders behandelt zu werden, sollte auch nicht in die Kategorie der Spezialdienste fallen. Wir haben auch gerade von Kommissar Oettinger gehört, dass wir hier Taliban-ähnliche Zustände haben und dass das Problem doch gar nicht so schlimm sei. Wir sehen hier eine Karte vom Digital Fuel Monitor, eine inzwischen sehr angesehene, renommierte wissenschaftliche Publikation, die sich das Thema Netzneutralität und insbesondere ökonomische Diskriminierung im Internet genauer angeschaut hat. Und dort sieht man, dass die Situation in Europa schon wirklich desaströs ist. Der Markt hat es geschafft, in den meisten Ländern Produkte anzubieten, die Netzneutralität heute schon unterwandern. Das heißt, wir haben schon längst auch ohne gesetzliche Festschreibung der Netzneutralität eine Situation, wo der Markt immer mehr Fakten schafft. Und je länger wir warten mit einer gesetzlichen Festschreibung der Netzneutralität, umso mehr Zeit geben wir den Telekom-Betreibern, neue Fakten zu schaffen und die Netzneutralität Stück für Stück abzuschaffen. Deswegen haben wir jetzt gerade wieder eine neue Iteration von Safety Internet gestartet. Vielleicht kurz in die Geschichte. Als diese EU-Verordnung von Neelie Kroes im September 2013 vorgestellt wurde und es klar war, okay, wir haben jetzt seit 2010 über das Thema Netzneutralität geredet, aber jetzt wird's ernst, jetzt haben wir ein Gesetz auf dem Tisch, haben wir die erste Iteration von Safety Internet gestartet. Kurz darauf dann aus den Brüsseler Büros von EDRI und Access Now die neue Safety Internet Kampagne, die uns im Europaparlament zum Sieg verholfen hat. Als dann die Debatte weiterging im Rat, das heißt, als die 28 Mitgliedstaaten über dieses Gesetz verhandelt haben, gab es nochmal eine dritte Iteration der Kampagne, die glücklicherweise hauptsächlich von Access Now gestemmt wurde, wo man direkten Kontakt zu den Vertretern im Rat herstellen konnte. Und jetzt sind wir am vierten Schritt. Jetzt verhandeln die drei EU-Institutionen miteinander und wir haben wieder mal eine neue Kampagne aufgelegt unter demselben Banner, die es euch allen ermöglicht, eure Abgeordneten anzurufen, euch ihnen eure Meinung zu sagen und dafür zu sorgen, dass wir Netzneutralität in Europa nicht verlieren. Es gibt drei Hauptkernkritikpunkte in den aktuellen Verhandlungen. Die bezahlten Überholspuren, die Netzneutralität, das, was schon lange auf dem Tisch liegt. Hier haben wir die Situation von all den Argumenten, die ihr gerade schon gehört habt. Und wir kommen danach zu einer detaillierten Gegenüberstellung, wie die einzelnen Vorschläge hier ausschauen. Netzsperren sind leider auch wieder ein großes Thema geworden. Ich weiß nicht, wer sich noch von euch an die Zensursula-Debatte erinnert, aber genau darum geht es hier. Auch der Vorschlag des Europaparlaments würde Netzsperren zulassen, wenn es einen Gerichtsbeschluss gibt oder ein konkretes Gesetz, das eine Webseite verbietet. Aber es braucht immer eben sowas, einen Richter oder ein konkretes Gesetz. Nach dem Vorschlag der Kommission und des Rates wäre es auch möglich, einfach nur auf Zuruf von irgendeiner Behörde Webseiten sperren zu lassen. Und damit sind wir wieder in der privatisierten Rechtsdurchsetzung. Dass es ohne Rule of Law einfach nur auf Zuruf Sperrlisten im Internet gibt, die keiner kontrollieren kann. Und ein neues Thema, da dürfen wir uns bei den Briten bedanken, sind Jugendschutz oder Pornofilter. Das heißt, dass netzseitig schon Inhalte zensiert werden, dass ich nicht mehr auf dem Rechner, den meine Kinder verwenden, meine Jugendschutzsoftware installiere, die gewisse Webseiten wegfiltert, sondern dass schon der Provider für mich im Netz einzelne Angebote diskriminiert. Wir müssen auch über die globalen Entwicklungen sprechen. Wir haben einerseits riesigen Rückenwind bekommen in der ganzen Netzneutralitätsdebatte, dadurch, dass die FCC, die amerikanische Regulierungsbehörde, wirklich gute Regeln zur Netzneutralität verabschiedet hat dieses Jahr. Und das ist hauptsächlich diesem Menschen hier zu verdanken, John Oliver, der mit seinem
kurzen Fernsehpiece dieses Thema so vielen Menschen ins Bewusstsein gerufen hat, wie, glaube ich, noch kein anderer Comedian zuvor. Und was aber natürlich auch gut funktioniert hat, war dieser Merger, das im Thema Netzneutralität wirklich die Zivilgesellschaft dieselben Interessen vertritt wie die Wirtschaftstreibenden. Die Wahlfreiheit des Einzelnen und die Chancengleichheit im Angebot gehen hier Hand in Hand. Das hat uns in den USA diese gute Debatte beschert und dort gibt es jetzt ein neues Gesetz. Wir werden sehen, wie das angewendet wird. Aber es gibt schon an vielen anderen Stellen der Welt Gesetze, wo wir jetzt die konkreten Konsequenzen sehen, wie es denn wirklich sein kann mit einem Netzneutralitätsgesetz. Am interessantesten war es noch in Kanada. Da sind auch zwei Zero-Rating-Angebote von TV-Apps von der lokalen Regulierungsbehörde verboten worden. Das heißt, dieses Zero-Rating gibt es nicht mehr. Kanada hat auch in Sachen ökonomischer Diskriminierung einen sehr wichtigen Schritt gemacht. Auch in Europa, in Slowenien, sind zwei Apps dieses Jahr schon verboten worden. Hänger-App, eine Cloud-Storage-App, und Deezer, ein Spotify-Konkurrent, der Musikstreaming anbietet. In den Niederlanden war es CIS, HBO, Go, auch beides TV-Apps. Und KPN wollte eigentlich eine Online-TV-App anbieten in ihrem Mobilfunknetz, genannt ITV. Das heißt, da kann ich dann auf meinem Telefon so viel Fernsehen schauen, wie ich will. Die App hätte eigentlich zero-rated sein sollen. Das heißt, ich habe mein monatliches Volumen bei KPN, aber außerhalb davon kann ich so viel Fernsehen schauen, wie ich will. Die Tarife von KPN waren aber eigentlich recht restriktiv. Mit dem normalen Kontingent von 1, 2, 3 Gigabyte hätte man nicht wirklich regelmäßig fernsehen können über diese App. Aber nachdem klar war, okay, sie können ihre eigene App nicht zero-raten, hat KPN einfach über die Nacht die Bandbreite, also das Volumenkontingent von dem Großteil seiner Nutzer verdoppelt. Weil sie gesehen haben, wenn wir unseren eigenen Dienst nicht bevorzugen können, dann müssen wir unseren Kunden generell mehr Volumen zur Verfügung stellen. Und hier sehen wir eine ganz kritische Komponente der Netzneutralitätsdebatte. Solange es möglich ist, eine Priorisierung zu verkaufen, die Ausnahme aus dem Volumen zu verkaufen, gibt es auch immer einen Anreiz zu einer künstlichen Verknappung. Und solange dieser Anreiz besteht, ist es auch irrsinnig zu glauben, dass wir mit einer Abschaffung der Netzneutralität den Netzausbau finanzieren können, damit wir mehr Bandbreiten und mehr Volumen bekommen. Wenn man sich eine Verknappung veredeln lassen kann und damit auch noch Geld verdient, wer wird dann wirklich Geld in die Hand nehmen, Millionen und Milliarden in die Hand nehmen, um das Netz auszubauen? Die Niederländer sind in dieser Sache wirklich ein schönes Beispiel für die ökonomische Mechanik hinter der ganzen Debatte. Und darum soll es jetzt auch noch ganz viel gehen, nämlich den globalen Süden. Auch in Chile hat die dortige Regulierungsbehörde das Zero-Rating von sozialen Netzwerken abgestellt. Twitter, WhatsApp, Facebook und andere sind jetzt nicht mehr Zero-Rated, das heißt, sie zählen wieder genauso zum normalen Volumen dazu. Ursprünglich hätte auch Wikipedia Zero hiervon betroffen sein sollen, aber aufgrund des Lobbying der Wikimedia Foundations in Chile haben sie es geschafft, eine Ausnahme zu bekommen, und Wikipedia Zero gibt es auch weiterhin dort noch. Und damit sind wir schon in einer ganz spannenden Debatte, die aktueller nicht sein könnte. Nämlich einerseits die Frage Zero-Rating in Entwicklungsländern, aber auch, wie schaut es überhaupt aus mit dem Zugang zum Internet? Ich habe eingangs gesagt, es geht hier um die globale Einheit des Netzes. Wir haben 60% der Menschen auf dieser Erde, die immer noch keinen Zugang zum Internet haben. Das sind 4 Milliarden Menschen. Und Internet hilft Menschen, ganz klar, egal welchen wirtschaftlichen oder sozialen Entwicklungszustand sie haben. Und wir haben jetzt gerade so einen Trend, der versucht, immer mehr Menschen ins Netz zu bringen. Nur hier spielen Firmen eine ganz entscheidende Rolle. Das lauteste Beispiel von vielen ist Internet.org. Ein Projekt von Facebook, für das Mark Zuckerberg auch wirklich oft in den Medien ist, was selten ist. Es ist eines von vielen. Es gibt auch Google Free Zone, Android One oder Wikipedia Zero. Aber Internet.org ist das lauteste und die Speerspitze aller dieser Angebote, die mehr oder weniger für die Daten zahlen, die Menschen verbrauchen, die sich sonst kein Internet leisten können. Und Facebook tut das natürlich auch, um zu wachsen. Sie sehen, dass sie viel weniger Geld machen, circa nur ein Viertel des durchschnittlichen Umsatzes pro User als Google. Und Google ist schon viel älter. Google ist schon weitaus mehr in den Markt durchdrungen. Und eine Strategie, die Facebook gerade fährt, ist einfach in den Entwicklungsländern radikal zu wachsen, um einfach die Quantität über die Qualität auszugleichen. Und dafür nehmen Google und Facebook beide sehr viel Geld in die Hand und sind äußerst kreativ. Es gibt einige Projekte inzwischen, wo mittels Drohnen und Zeppelinen
in wirklich ganz ländlichen Regionen Mobilfunknetze aus dem Satellitennetz projiziert werden. Das heißt, dort, wo es sich wirklich nicht auszahlt oder nicht möglich ist, Funknetzwerke aufzubauen, versucht man einfach eine Versorgung aus der Luft hinzubekommen. Das heißt aber auch, dass wir hier Infrastruktur haben, die nicht mehr in der Erde vergraben ist oder in Form von Funktauern stabil dort steht und auch mal einen Bürgerkrieg überlebt, sondern das ist Infrastruktur, die nach 100 Tagen abgezogen werden kann. Das reale Problem ist aber nicht so sehr wirklich der physische Empfang. 90% der Menschen, die heutzutage keinen Internetzugang haben, leben eigentlich im Einzugsbereich eines Mobilfunknetzes. Das heißt, es geht hauptsächlich um die Frage, wie teuer ist Internet und wer kann es sich leisten? Und um Facebook zu zitieren von diesem Montag, es geht für sie hier um die Affordability, also um die Frage, wer bezahlt für das Netz? Und sie sagen auch immer, es geht um das Bewusstsein dafür, wie toll das Internet nicht ist. Das sind eigentlich zwei widersprüchliche Argumente, wenn man sich's durchdenkt. Wieso kann ich die Vielfalt des Internets erkennen in einem Walled Garden, wo Facebook auswählt, welche Dienste ich nutzen kann und welche nicht? Mark Zuckerberg argumentiert immer mit seiner eigenen Erfahrung, dass er als junger Mensch früh in Kontakt kam mit dem Internet und die Idee zu Facebook hatte. Niemand in einem Internet.org-Netzwerk könnte jemals ein Startup gründen, das erfolgreich ist, erst recht nicht ein Konkurrent von Facebook ist. Das heißt, hier ist dieses Argument eigentlich sehr fadenscheinig. Und gleichzeitig geht es hier auch darum, diese Frage der Affordability, also wie finanzieren wir den Netzzugang der nächsten 4 Milliarden Menschen, die noch nicht im Internet sind. Und im Grunde ist Internet.org und das, was Facebook hier tut, der Beweis, dass Menschen mit ihren Daten auch für ihren Internetzugang bezahlen können. Und das hat signifikante Auswirkungen. Es gab da mal eine Studie in einigen asiatischen Ländern, in denen man die Leute gefragt hat, ja, wann habt ihr das letzte Mal Internet verwendet? Wann habt ihr das letzte Mal diesen Dienst verwendet? Wann habt ihr das letzte Mal Facebook verwendet? Und es gab diese statistische Anomalie, dass mehr Menschen gesagt haben, sie haben Facebook verwendet, aber nicht das Internet. Und dann hat man nochmal genauer nachgefragt. Über die Hälfte der Leute in diesen 4 ausgewählten Ländern von Asien, Afrika und Lateinamerika sagen, Facebook ist das Internet. Für Menschen, die zum ersten Mal mit solchen Zero-Rating-Angeboten überhaupt in Kontakt mit dem Internet kommen, gibt es nichts anderes. Es gibt keine sonstige Erfahrung, einfach in einem Browser eine beliebige Webseite einzubinden. Das ist so wie AOL in den 90er Jahren, aber ohne Alternative dazu. Zumindest keine Alternative, die ökonomisch leistbar ist. Das war die Ist-Situation und dann Nobody Expects the Spanish Revolution ist etwas in Indien passiert, mit dem niemand gerechnet hat. Eine Truppe von YouTube-Komödianten hat sich hingestellt und das Thema Netzneutralität, ganz ähnlich John Oliver, wirklich für die Breite erklärt und argumentiert. Die Argumente waren alle schon bekannt, die Fakten lagen schon längst auf dem Tisch, aber die Darreichungsform war wieder mal verpackt in etwas Lustigem, das es einfach gemacht hat zu verstehen, worum es bei diesem Thema geht. Und das hat in Indien eine riesige Welle an Entrüstung hervorgerufen. Viele Firmen sind von Internet.org abgesprungen. Viele Mobilfunker haben gesagt, nein, wir machen hier nicht mehr mit. Es war auf einmal eine moralische Komponente, weil man gesehen hat, dass es hier um ökonomischen Rassismus geht. Ich würde auch sagen, ökonomischen Kolonialismus. Weil man die Ärmsten der Welt dazu zwingt, seine Kunden zu werben, unter dem fadenscheinigen Vorwand, das aus irgendwelchen charitable purposes zu tun. Und das war die Debatte und dann ist diesen Montag Mark Zuckerberg nochmal vor die Kamera getreten und hat das gesagt. We're going to open internet.org so anyone can build free basic services. Soon, we're going to share an open technical spec and any compatible service will be available through internet.org across the whole world. This will give people even more choice and more free services, while still creating a sustainable economic model to connect every single person in the world. Das ist groß. Das heißt, Internet.org ist nicht mehr nur eine Kompilierung von ungefähr 12, 20 Diensten, je nach lokalen Angebot, je nach lokaler Region, sondern Internet.org wird wirklich eine Plattform, wo man sich ähnlich einem App Store mit seiner Webseite bewerben kann und dann über einen zentralen Server von Facebook über einen riesigen Proxy geroutet wird und auch bei den Menschen ankommt, die gar kein Internet gebucht haben, die nur irgendein Feature-Phone mit Sprachtarif oder Prepaid-SIM-Karte haben, auch die können auf einmal dieses ganze Ökosystem von Internet.org nutzen. Und nochmal, 4 Milliarden Menschen, das ist ein riesiger Markt. Und die Befürchtung liegt nahe, dass es hier viele Angebote geben wird, die experimentieren damit, die anfangen dort in den nächsten Wochen und Monaten Angebote online zu stellen. Und
Das wird einen enormen Sog erzeugen. Weil wenn ich aus internet.org heraus auf irgendeine Website klicke, die nicht Teil von diesem System ist, sehe ich eine Warnmessage, dass jetzt Kosten anfallen. Das ist ein enormer Druck. Wenn mein Konkurrent auf internet.org ist und ich nicht, ist das, was meine potenziellen Kunden sehen, wenn sie zu meinem Angebot wechseln wollen. Das heißt, die Gefahr ist groß, dass dieses Teil groß werden wird in den nächsten Wochen und Monaten. Gehen wir noch mal ein bisschen näher darauf ein, was auf internet.org eigentlich die Bedingungen sind, weil hier beginnt es wirklich unschön zu werden. Auf internet.org gibt es keine Verschlüsselung. SSL, TLS, HTTPS, die Basistechnologien, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ermöglichen, die digitale Selbstverteidigung, sich vor der NSA oder jeden Geheimdienst zu schützen, die gibt es gänzlich nicht in diesem Netzwerk. Alles ist Klartext. Die kompletten Datenschutzbedingungen, Cookie-Policies, Privacy-Policies von Facebook gelten für alle Webseiten in internet.org. Wir haben noch keine Messungen, aber es wäre zumindest auch technisch möglich und sehr wahrscheinlich, dass auch Tracking-Cookies installiert werden oder dass sonst irgendwie über den Proxy das, was Nutzer tun, was sie an Daten generieren, wie sie sich in diesem Netz bewegen, zentral aufgezeichnet wird. Facebook garantiert sich schon mal die Rechte an allem, was Nutzer tun und an User-Generated Content in diesem Netzwerk generieren. Facebook und der jeweilige ISP sind die Gatekeeper über jede einzelne App, die auf internet.org zugelassen wird. Das heißt, es gibt ein Vetorecht ohne Begründung, dass man einfach ausgeschlossen wird. Das bedeutet auch, dass jeder ISP hergehen kann und potenzielle Konkurrenten genauso ausschließen kann. Wir haben die kompletten Problematiken von Sachen Meinungsfreiheit, die Gillian York von der IFF wunderbar aufgearbeitet hat in den letzten Monaten, dass Facebook über seine Cultural Bias Policies irrsinnig großen hegemonialen Einfluss ausübt auf die Welt, dass sie einfach sagen, das sind unsere Standards an Freizügigkeit, an Meinungsfreiheit und die exportieren wir jetzt in die ganze Welt. Das trifft vor allem jetzt die ökonomisch Schwächten überall auf der Welt. Und in Sachen Urheberrecht gibt es noch eine nicht exklusive, übertragbare, unterlizenzierbare, gebührenfreie und weltweite Lizenz für alle Inhalte, die Menschen auf internet.org erstellen. Und um das Ganze abzuschließen, das ist das Logo von internet.org. Und ich glaube, Zuckerberg wollte uns eigentlich was damit sagen. Dieser Kreis ist das Internet. Da rechts sind die Menschen, die für ihren Zugang mit Geld bezahlen. Die können sich aussuchen, was sie im Netz tun. Die können sich mit Verschlüsselung davor schützen, dass sie ständig beobachtet werden. Die haben Intimsphäre, die haben Wahlfreiheit. Und da links sind die Menschen im globalen Süden, die mit ihren Daten für ihren Zugang bezahlen. Die sind in einem Walled Garden, die sind immer nackt. Und die haben auch niemals Rechte an den Inhalten, an dem Wissen, was sie erzeugen. Und Facebook entscheidet, wo dieser Strich gezogen wird. Das hat das Potenzial, eine wirkliche Segmentierung des Internets hervorzurufen, die wir heute noch gar nicht abschätzen können. Und das wieder zurück. Wir sind hier an der Situation, wo gerade unerwarteterweise in Indien 1 Million Menschen ihrer Regulierungsbehörde eine E-Mail schreiben, sich für ein Thema wie Netzneutralität engagieren. Die größte Online-Kampagne, die es in Indien jemals gegeben hat. Von Leuten dort selbst gesteuert und gestartet. Und die Antwort von Facebook ist, gebt den Armen eine Stimme. Die Lösung für dieses seriale Problem der 4 Milliarden Menschen, die heute noch keinen Zugang zum Internet haben, ist eines, was wir angehen müssen. Und das braucht wirklich einen kollektiven Effort von vielen Menschen, wo auch Firmen ihren Beitrag leisten müssen. Aber es braucht nachhaltige Investitionen in die Netzwerke und in die Medienpädagogik. Das Volumen, was Leute, was Menschen über ihre Daten sponsert bekommen von den Konzernen, müssen sie frei nutzen können. Sie dürfen nicht eingeschlossen sein in ein Ökosystem, das von Firmen und ISPs orchestriert wird. Und für jeden von uns, insbesondere auch für die westliche Entwickler-Community, ist es wichtig, dass wir heute schon anfangen, die Frage der Accessibility von unseren Websites und Apps auf Low-End, Feature-Phones, Smartphones mit wirklich niedrigen Bandbreiten hinzubekommen. Eine typische Webseite in Afrika von einer internet.org-Bandbreite aus abgerufen, funktioniert einfach nicht. Wir müssen da viel reduktionistischer werden, um diese Menschen nicht auch den Argumenten, den technischen Argumenten von internet.org ausgeliefert zu lassen. Aber kommen wir zurück zu Europa und zu dem Titel dieses Vortrags. Wir stehen heute an dem Punkt, wo
Von der ursprünglichen Verordnung zum Telekom-Binnenmarkt, die Nelikus im September 2013 vorgestellt hat, eigentlich alles rausgefallen ist, bis auf Roaming und Netzneutralität. Das sind die zwei Punkte, die übrig geblieben sind und über die wir heute verhandeln. Das ist der europäische Gesetzgebungsprozess. Die Kommission macht einen Vorschlag, der geht durchs Parlament und durch den Rat. Dann verhandeln diese im sogenannten Trilog und dann hat man hoffentlich ein fertiges Gesetz. Alle drei EU-Institutionen haben jetzt ihre Position gebildet. Und in Sachen Netzneutralität haben wir leider ein 2:1 gegen uns. Das heißt, wir haben eine gute Position des Europaparlaments, aber wir haben von Kommission und Rat sehr desaströse Vorlagen bekommen. Das bedeutet praktisch, dass wir in Sachen Zero-Rating, Preisdiskriminierung, Spezialdienste eigentlich nur beim Parlament eine Situation haben, mit der wir leben können. In allen anderen Varianten dieses Textes ist vor allem jede ökonomische und technische Diskriminierung über diese zwei Instrumente erlaubt. Das Einzige, was der Rat wirklich hinbekommen hat, ist zu übernehmen vom Parlament, dass man nicht die eigene Konkurrenz blockieren kann. Also das Blockieren von Voice-over-IP-Dienstleistungen über die AGBs, wie es heute in Deutschland ganz oft Praxis ist, wäre nach diesem Vorschlag auch vom Rat nicht mehr möglich. Aber dafür hat der Rat Netzsperren wieder eingeführt und eben das neue Thema Pornofilter oder Jugendschutzfilter aufs Tablett gebracht. In diesem Trilog haben wir diese Personen, die für uns verhandeln. Günther Oettinger, die Luz Kennen, der EU-Kommission für eben jene. Pilar del Castillo Vera von der Europäischen Volkspartei im relevanten Industrieausschuss, die Berichterstatterin, die sehr viel formale Macht im ganzen Verhandlungsprozess hat. Und aktuell noch die lettische Ratspräsidentschaft bis Ende Juni und ab dann die luxemburgische. Und eben jene Kommission hat letztens auch einen Vorschlag vorgelegt, der in den Medien sehr breit diskutiert wurde, als jetzt brechen wir den Deadlock, jetzt gibt es endlich Bewegung im Thema Netzneutralität auf EU-Ebene. Leider waren Teile der Berichte nicht ganz informiert. Wenn man sich den Text nämlich mal wirklich durchliest, ich kann es ein bisschen einfacher machen. Dann haben wir in Sachen Spezialdienste eigentlich drei Bedingungen, die aufgestellt werden. Einerseits kann ich jeden Spezialdienst anbieten, wenn ich genügend Kapazitäten im Netzwerk zur Verfügung habe. Das bringt zwei Pferdeschuhe mit sich. Einerseits die Kapazität eines Providers in seinem Netzwerk ist das am besten gehüteste Geschäftsgeheimnis, was es gibt. Niemand wird dir sagen, wie viel Kapazität jetzt wirklich noch auf dieser Fiber liegt, wie viel ein gewisses Netzwerksegment übergebucht ist, weil man vielleicht mehr Kunden hat, als das Netzwerk da heben kann. Und auf einmal wird ein am besten gehütetes Geschäftsgeheimnis zu einem Distinktionskriterium, mit dem man auf einmal jeden neuen Dienst ex post abwiegeln kann. Gleichzeitig geht die Frage der Kapazität auch vorbei an der Volumens- und an der Preisfrage, da wo heute die wirkliche Diskriminierung stattfindet. Da ist Kapazität gänzlich die falsche Herangehensweise. Es gibt einen zweiten Punkt, der ist sogar nicht mal ganz unnütz, nämlich dass solche Spezialdienste nicht der Ersatz zu Internetzugangsdiensten sein dürfen. Das heißt, sowas wie Internet.org ist an der Stelle nicht erlaubt. Das heißt, hier gibt es auch eine gewisse Weitsicht von der Kommission, dass man sagt, wenn jetzt jemand wirklich einen Spezialdienst anbietet, der als kompletter Ersatz für das gesamte Internet gilt, dann soll es diesen nicht geben dürfen. Und der dritte Punkt besagt, dass die Verfügbarkeit und Qualität der anderen Nutzer nicht durch meine Spezialdienste eingeschränkt werden darf. Ist mehr oder weniger das Kapazitätsargument nochmal neu formuliert, zeigt aber auch ein gewisses Problem. Weil wenn ich jetzt gerade Geld in die Hand genommen habe, dreistellige Millionenbeträge in Netzausbau finanziert, investiert habe, dann werde ich mir irgendwie zweimal überlegen, ob ich diese neue Kapazität jetzt für das Best-Effort-Internet verwende oder für die viel rentableren Spezialdienste. Also hier gibt es auch eine gewisse Schieflage im Markt von den Investitionsanreizen, die auf Dauer sehr gefährlich werden könnte. Und in der Gesamtrundschau, um das Logistische abzuschließen, sehen wir jetzt, dass die Kommission mit ihrem Kompromiss in jedem signifikanten Bereich eigentlich nur den Rat kopiert hat. Und insofern kann man nicht wirklich von einem Kompromiss sprechen. Aber das passt gut ins Bild. Das ist die Strategie, die wir der Gegenseite, insbesondere Oettinger, unterstellen. Einerseits wird an den Fakten vorbei argumentiert, mit all den Beispielen für Spezialdienste, die eigentlich weit weg sind von der politischen Debatte, die bei den Legisten in den Verhandlungen geführt wird. Es werden Kompromisse vorgeschlagen, die keine sind, ohne sich im Thema Netzneutralität zu bewegen. Es wird aber sehr viel Fokus auf das Thema Roaming gelegt. Roaming wird schnell fertig verhandelt, so schnell wie es nur geht, um das Parlament in die Situation zu drängen, dass man einen fertigen Kompromiss hat zu Roaming,
Es wird nicht mehr weiter diskutiert über Netzneutralität und das Parlament ist in der Situation, entweder die ganze Verordnung sterben zu lassen und auch Roaming nicht durchzusetzen, was auch in der Öffentlichkeit schon viel diskutiert wurde, was ja Wahlkampfthema war bei den letzten Europawahlen 2014. Oder die Alternative, wir vergessen die Netzneutralität, wir beschließen da etwas, das Netzneutralität abschafft und Roaming ist das, was kommuniziert wird. Es gibt drei Gefahren. Roaming statt Netzneutralität. Das Europaparlament muss sich jetzt auf die Hinterbeine stellen und darf Netzneutralität diesem anderen Thema nicht unterordnen. Das Parlament muss genau zu dem Text stehen, den es in erster Lesung beschlossen hat, für den es applaudiert bekam, für den es gewählt wurde. Und diese rote Linie darf nicht unterschritten werden. Die zweite Gefahr ist ein bisschen prozedural. 2016 gibt es die reguläre Reform des gesamten Telekom-Rechtsrahmens in der Europäischen Union. Die wird allerfrühestens 2018 in Kraft sein. Und das ist schon wirklich gut geschätzt, weil solche großen Reformpakete werden eigentlich über Jahre hin verhandelt. Und dann reden wir hier von einer Richtlinie, die nicht unmittelbar Gesetz in der Europäischen Union ist, sondern von jedem einzelnen Mitgliedstaat nochmal extra in nationales Recht transponiert werden muss. Das heißt, 2018 ist so der frühestmögliche Zeitpunkt, wo wir Netzneutralität in Europa abgesichert bekommen, wenn wir es jetzt nicht mit dieser Verordnung schaffen. Und nochmal zurück, das ist die Marktsituation. Wenn man den Telekom-Betreibern bis 2018 noch weiter Zeit gibt, Fakten zu schaffen, kann sich irgendwann niemand mehr an die Netzneutralitätsdebatte erinnern oder wir müssen nochmal ganz andere Dienste aus dem Markt wieder rausdrängen, die sich schon längst etabliert haben. Und die dritte Gefahr ist eigentlich die Lehre, die wir als Netzneutralitätsaktivisten mitnehmen müssen und uns selber an der Nase nehmen müssen, wenn wir nach Indien und in die USA schauen. Netzneutralität ist ein viel zu komplexes Thema, das viel zu technisch ist, viel zu ökonomisch ist und für die breite Masse nicht verständlich. Aber wir haben gesehen, dass mit solchen vor allem lustigen YouTube-Videos es möglich ist, wirklich eine breite Masse anzusprechen. Und das ist auch mein Aufruf heute an alle Comedians und Kabarettisten, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und das zu erklären. Es ist wirklich an der Zeit, dass wir uns für das freie Internet einsetzen, ansonsten tut er das. Und wir haben mit Save the Internet auch euch die Tools in die Hand gegeben, selber was zu tun. Ihr könnt auf die Website gehen und alle Abgeordneten anrufen, anschreiben, anfaxen oder antwittern, die mit diesem Thema heute schon zu tun haben. Schafft Aufmerksamkeit. Das Europaparlament, wir haben es schon einmal mit genau diesen Instrumenten überzeugt. Wir sind bei Save the Internet immer dahinterher, ständig die Plattform aktuell zu halten, gerade. In Sachen Faxtools sind wir dabei, nochmal einen großen Schritt zu machen. Viele von euch haben einfach die Standardfaxe an die Parlamentarier geschickt und wenn die dasselbe Fax irgendwie mehrere hundert Male bekommen, haben sie sich dann vielleicht doch ein bisschen berechtigt aufgeregt. Deswegen werden wir das Tool umbauen, sodass es viel leichter ist, personalisierte und übersetzte Nachrichten an die Abgeordneten zu schicken. Das Tolle am Fax ist nochmal, dass das dort wirklich im Büro des Abgeordneten aus dem Drucker herausfällt. Das heißt, er hat einen physischen Token von allem, was hier gesagt wurde, in der Hand, den er nicht so einfach durch den Spamfilter wegfiltern kann. Und das Tolle ist auch, diese Faxfunktion kann man nicht abschalten, wenn man den Drucker verwenden will. Das Ende ist nah, man kann es eigentlich nicht glauben nach den Erfolgen, die wir jetzt weltweit hatten. In den 4 Ländern, die Zero-Rating verboten haben, in den USA, wo wirklich entgegen aller Widerstände eine 180-Grad-Trendwende hingelegt wurde. Wir sind trotzdem kurz vor dem Punkt, wo Europa die Netzneutralität abschafft und wir auf absehbare Zeit ins Hintertreffen in Sachen digitaler Innovation geraten. Und um dieses Thema auch noch ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit zu tragen, darf ich heute jetzt die Weltpremiere starten von unserem neuen Video zu Save the Internet. Netzneutralität tötet. Das ist das Argument, mit dem Internetanbieter gerade versuchen, auf deine Kosten mehr Geld mit deinem Internetanschluss zu verdienen. Aber nochmal kurz von vorne. Was ist nochmal dieses Netzneutralität? Netzneutralität bedeutet, dass alle Daten, die durch das Internet gehen, neutral behandelt werden müssen. Egal welche Information, egal von wem. Dieses Prinzip ist gut für dich, denn es verhindert, dass Internetprovider in deinen Datenverkehr eingreifen dürfen. Zum Beispiel, indem sie gewisse Daten absichtlich ausbremsen, um dich zu zwingen, für Anwendungen wie Videostreaming, Skype oder Spiele extra Geld zu bezahlen.
Oh, dein Video ruckelt aber ganz schön stark. Kein Problem. Hol dir für nur 9,99 € einfach das Videostream Full HD-Paket dazu und alles läuft wieder super. Aber nicht nur an deinem Ende würden sie gerne zusätzliche Einnahmen forcieren, sondern auch bei den großen Inhalteanbietern. Von euch gehen ja ganz schön viele Daten durch unsere Leitung. Wäre doch zu schade, wenn die auf dem langen, beschwerlichen Weg Probleme bekämen. Aber keine Sorge. Einfach hier, hier und hier unterschreiben und wir können wieder für einen reibungslosen Transport garantieren. Das heißt also, ohne gesetzlich festgeschriebene Netzneutralität wird dein Internetanbieter zu einem mächtigen Wegelagerer, der nicht nur für die Nutzung seiner Straßen Geld fordert, sondern auch noch dafür, dass er dich dabei nicht absichtlich ausbremst. Aber wenn Netzneutralität offensichtlich so wichtig für uns alle ist, wieso gibt es dann noch kein Gesetz, das sie vorschreibt? In Europa wird jetzt gerade ein Gesetz zur Netzneutralität verhandelt. Doch die Internetprovider haben fast alle Politiker davon überzeugt, dass Netzneutralität schädlich sei. Mit den folgenden Argumenten. Der Internetverkehr wächst so rasant. Ohne Überholspur kommen wir mit dem Ausbau überhaupt nicht mehr nach. In Wahrheit haben die Internetanbieter derzeit gar kein Interesse an einem Ausbau. Denn je knapper die Kapazitäten, desto mehr Geld können sie von denen verlangen, die für die Bevorzugung bezahlen. Wenn in Zukunft extrem wichtiger Datenverkehr von Ärzten bei einer ferngesteuerten OP oder zwischen Industrie 4.0-Fabriken vom normalen Internetverkehr behindert wird, wird es Tote geben, es sei denn, wir dürfen eingreifen. Kein verantwortungsvolles Unternehmen würde so wichtige Datenströme durch das normale Internet schicken. Hierfür werden schon heute spezielle Standleitungen mit zugesicherter Qualität eingerichtet. Mit Netzneutralität wird das mobile Netz überlastet. Rettungswagen können keine Notfallbefunde an Krankenhäuser senden. Selbst fahrende Autos werden Unfälle verursachen. Selbst mit Netzneutralität würden die Daten sicher und schnell im Krankenhaus ankommen. In einem überlasteten Netz, im schlimmsten Falle, wenige Sekunden später. Und selbstfahrende Autos benötigen gar keinen Internetzugang, denn sie nutzen nur ihre eigenen Sensoren zum Fahren. Sonst würden sie in jedem Funkloch auf dem Dorf, im Tunnel oder im Gebirge stehen bleiben. Tja, mit diesen Argumenten haben es die Internetanbieter geschafft, die Politiker im EU-Parlament zu überzeugen, dass Netzneutralität schädlich sei. Deswegen ist es wichtig, dass du jetzt aktiv wirst. Teile über savetheinternet.eu deinem Abgeordneten mit, für wie wichtig du die Netzneutralität hältst. Werde jetzt aktiv für ein freies, faires, bezahlbares Internet. savetheinternet.eu. Danke. Der Dank geht an den genialen Alexander Lehmann, der schon mit dem tollen Drossel-Comedy-Video oder Wir lieben Terrorismus oder Überwachung ja für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Vielleicht noch kurz zu der Kampagne. Wir haben jetzt schon auf 5 Sprachen übersetzt, über 5000 Faxe verschickt und das, obwohl wir jetzt eigentlich noch in den Beginn der Trilogverhandlungen sind. Wir können noch nicht abschätzen, wie lange das Ganze dauern wird. Solche Trilogverhandlungen sind wahnsinnig intransparent. Wir wissen auch nur über die Hinterzimmer eigentlich, wann die Termine stattfinden und was dort besprochen wird. Es gibt keine öffentlichen Dokumente, außer man vertraut auf Leaks. Und wir begleiten das Ganze natürlich über das Brüsseler Büro von European Digital Rights und Access Now. Aber ohne Druck aus der Öffentlichkeit werden wir es nicht schaffen, diesen Kampf zu gewinnen. Und ich glaube es zwar kaum, aber ich bin jetzt schon fertig und wir haben noch 20 Minuten Zeit für Fragen. Applaus. Nachdem uns Thomas ja jetzt mit dem Digitalkommissar gedroht hat und einen guten Film mit Argumenten gezeigt hat, warum es wichtig ist, das Internet zu retten, beziehungsweise die Netzneutralität, gibt es Fragen, Bemerkungen, Anmerkungen, wie auch immer. Da, ein Internetretter. Vielen Dank für den Vortrag. Ich wollte einfach fragen, wie viel Einfluss die TTIP-Verhandlungen
zum Thema Netzneutralität haben? Also wir wissen, dass TISA Teile auf jeden Fall das Thema Netzneutralität mit beinhaltet. Da gibt es ein geleaktes Verhandlungsmandat von Washington. Morgen, glaube ich, gibt es auch noch einen Talk von Estelle Masse von Access Now, die sich explizit nochmal mit dieser Frage beschäftigen wird. Wir wissen auch, dass dieses geleakte Verhandlungsmandat auch Grundlage für die TTIP-Verhandlungen ist. Und es ist aber leider, wie es so die Natur von solchen Freihandelsabkommen ist, irrsinnig schwierig, konkrete Aussagen zu machen, weil wir den Text nicht kennen. Aber es besteht natürlich die Gefahr, dass Netzneutralität hier über den Atlantik dann nochmal weggeklagt wird, wenn wir es in irgendeinem dieser Kontinente nicht schaffen, das sozusagen als Prinzip festzuschreiben gesetzlich. Also ich habe eine Frage zur politischen Taktik. Ich habe neulich einen Artikel gelesen, wo Herr Oettinger einen Interviewpartner aus eurer Community als Taliban bezeichnet hat. Und ich persönlich bin irgendwie der Meinung, dass ihr viel zu höflich seid mit Oettinger. Ihr müsst Oettinger als einen Politiker mit der Intelligenz einer Nacktschnecke bezeichnen. Ihr müsst in die Offensive gehen. Ihr müsst diesen Menschen dorthin stellen, wo er hingehört. Und ihr seid viel zu höflich. Und das ist ein echtes Problem. Das ist aus meiner Sicht gerade in der deutschen Diskussion ein Problem. Vielleicht ist es in anderen Communities anders, aber zufällig ist Oettinger Deutschland. Oettinger muss sich in 4 bis 6 Wochen so schämen, in sein Heimatland zurückzukommen in dieser Frage, dass er einfach unter Druck gerät, dass ihn seine Schwägerin im Schwabenland anruft und sagt, was machst du da für einen Blödsinn? Dann reagiert dieser Mann, vorher nicht. Und deswegen erwarte ich, dass ihr von eurer Kampagne viel aggressiver seid und viel persönlicher auf Oettinger eingeht. Wenn der sich hinstellen kann und zu sagen kann, Leute wie ihr seid Taliban, dann kann man den zum Abschuss freigeben. Dann soll dieser Mensch einmal in seinem Leben, was ein Shitstorm ist. Und das ist die Taktik. Und nicht jetzt irgendwelche Faxer an irgendwelche armen Menschen in der Kommission schicken, die sowieso wahrscheinlich alle auf Nelly Cruz-Linie liegen. Ich halte das wirklich für ein ganz persönlichen Irrtum. Der hat das der Telekom versprochen, die sitzen da, das sind 3, 4 Hanseln, Frau Merkel weiß Bescheid, die Sache ist klar. Da sind doch die armen Leute in der Kommission gar nicht betroffen. Diesen Oettinger, den müsst ihr ganz persönlich unter Druck setzen, dann habt ihr es gewonnen und das müsst ihr vor dem Sommer schaffen. Ja, also ich liebe einen guten Shitstorm. Zum Abschluss freigeben ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber sicherlich, Oettinger muss man viel mehr ins Zentrum rücken. Ich glaube aber, dass das schon gerade die Strategie ist, die man ja bei der digitalen Gesellschaft und bei Netzpolitik.org sieht. Ich meine, wir freuen uns fast, dass wir mit Günther Oettinger jemanden haben, der es so auf die Spitze bringt. Die Taliban-Aussage ist definitiv unter der Gürtellinie. Das Problem ist, dass Oettinger innerhalb der Kommission auch schon nicht mehr für voll genommen wird. Dass es da eigene Clean-up-Einheiten gibt unter Juncker, die eigentlich alles spielen, was Oettinger macht und ständig nur hinter ihm herlaufen. Er ist aber trotzdem der Kommissar von einem der stärksten Länder innerhalb der EU. Und wir schicken ja auch extra Faxe ans Parlament, weil das der gänzlich andere, die andere EU-Institution ist, mit der man noch sachlich argumentieren kann. Aber ja, also ich freue mich wirklich über jeden Shitstorm in Sachen Günther Oettinger. Und ich glaube, dass man das gerade vielleicht auch mit dem Duktus öfter sagen müsste. Nur das sehen wir halt auch, also ich sehe es nicht so ganz als meine Rolle. Aber ja, das, was der Mann sagt und vor allem die faktisch komplett abseitigen Dinge, die er sagt, die muss man eigentlich viel mehr aufgreifen. Unsere Strategie hat sich insofern verändert, als dass wir in vielen Dingen eigentlich mal so ein Drittel mindestens unserer Redezeit verbrauchen müssen, den Bullshit, den er sagt, richtig zu stellen. Und die Richtigstellung ist halt in Teilen auch wieder aufgrund von technischen Argumenten oder ökonomischen Argumenten, die nicht ganz so leicht rüberzubringen sind, wie da sterben Menschen, Netzneutralität tötet. Gerade deswegen auch dieses Video. Ja, sind ja, also da denke ich, sind ja auch Medienvertreter hier. Da vielleicht mal eine Frage von mir. Hast du denn den Eindruck, dass in den Medien eigentlich das, was Oettinger falsch von sich gibt, viel eher kommuniziert wird, als das, was ihr richtig kommuniziert? Ich glaube, dass er viel Aufmerksamkeit auf sich zieht mit seinen Aussagen, vielleicht auch gerade, weil die Medien gerne Dinge zeigen, wo es auch Fremdschämen gibt. Und der Diskurs ist sehr unterschiedlich. Also in Deutschland wird er so halb geführt, in den Niederlanden und Frankreich um einiges stärker.
Und in Österreich sind wir da leider noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Aber es braucht auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit und auch konkrete Beispiele, an denen es die Leute festmachen können. Da sehe ich eine Hand. Ich wollte auch mal fragen, es geht hier oft um Günther Oettinger, weil die EU da ja auch regulativ tätig ist. Aber wie sieht es eigentlich mit der Bundesregierung aus? Ich habe gestern gelesen, es ist jetzt zwar aus Wikipedia, dass Angela Merkel sich auch gegen diese Netzneutralität ausgesprochen habe, auch wegen dieser selbstfahrenden Autos. Also um es zuzuspitzen, hätte sie nicht dann auch einen Shitstorm verdient? Oder wie sieht es da aus? Ja, man kann Shitstorms leider nicht bestellen, aber stimmt, ich glaube, es war sogar Vodafone-Veranstaltung, irgendeiner Telekom-Industrie-Veranstaltung oder Bitkom, wo Angela Merkel diese Aussagen getätigt hat. Und ja, da hat sie eigentlich auch in großen Teilen komplett an den Fakten vorbei argumentiert und diese fadenscheinigen Spezialdienste-Beispiele, die wir von Oettinger schon kennen, gebracht. Und in den Verhandlungen hat die EU-Kommission sich mit ihrer abgestimmten Ratsposition, die SPD und CDU gemeinsam in den Rat eingebracht haben, eigentlich auch sehr zum Nachteil der Netzneutralität geäußert, weil was sie damals vorgestellt haben, war auch mehr oder weniger das, was wir jetzt endgültig im Rat drinnen haben. Aber die Briten, die Spanier und die Italiener sind leider auch sehr starke Gegner der Netzneutralität, haben alle auch noch große staatliche Anteile an ihrer lokalen Telekom und deswegen ein Interesse, dass man eine Bedingung schafft, unter der diese großen Konzerne noch mal mehr Profit machen können, weil der Staat davon unmittelbar profitiert. Und Deutschland hat sich da einfach zurückgelehnt und die anderen Länder machen lassen. Die gemütlichste Position für Deutschland im Rat ist immer, wenn sie eigentlich gar nichts tun müssen und es trotzdem in die Richtung läuft, in die sie es haben wollen. Damit man sozusagen den Druck und das Schwergewicht, das Deutschland im Rat hat, erst gar nicht zur Anwendung bringen muss. Und hier müsste man noch viel mehr darauf hinweisen. Deutschland hat hier eine ganz zentrale Position. Es gibt aber auch gute Leute, wie zum Beispiel Petra Kramer-Ewert von der SPD, die sich in dem Thema sehr positiv einsetzt. Insgesamt sind die Sozialdemokraten hier auf europäischer Ebene definitiv auch noch eine Hoffnung. Wenn die sich an diesem Beschluss vom April 2014, der auch groß gefeiert wurde, halten und da einfach darauf pochen, dass man nicht weiter verhandelt, außer man bringt diesen Text durch und man redet über Netzneutralität und nicht nur über Roaming, dann haben wir eine Chance, dass wir das Ganze gewinnen. Ja, ein Nachtrag zu der Frage über die deutsche Debatte. Das hat man am besten gesehen im Dezember des letzten Jahres. Da hat sich nämlich Sigmar Gabriel ist den eigenen Leuten da in seiner Funktion als Wirtschaftsminister nämlich in den Rücken gefallen und hat zum Beispiel mit Investitionsschutz gegen Netzneutralität argumentiert. Die Aussagen findet man sicherlich heute noch. Ich habe sie jetzt leider nicht hier. Aber wie gesagt, ist alles im Dezember letzten Jahres gelaufen. Einfach mal gucken, zweite Hälfte Dezember 2015. 14, Entschuldigung. Das mit dem Investitionsschutz ist auch so eine lustige Frage, dass man, es ist auch ein bekanntes, beliebtes Gegenargument, dass man sagt, ja, aber wir müssen investitionsfreundliche Bedingungen schaffen für Investitionen in Internetinfrastruktur. Es gibt so gut wie keine Beispiele für wirklich rentable Netzneutralitätsverletzungen, wo es für den Provider wirklich sich auszahlt, in großem Maße Netzneutralität zu verletzen. Siehe zum Beispiel Sponsored Data von AT&T in den USA. Und gleichzeitig bräuchte es aber sowas wie eine Investitionssicherheit für dieses enorme Ökosystem der Apps und Webseiten, der ganzen Online-Ökonomie. Weil das gerät ja unter Bedrängnis und ist langfristig benachteiligt, wenn wir Netzneutralität abschaffen. Und darüber redet niemand. Das heißt, man müsste auch viel mehr solche Stimmen aus der Wirtschaft nach vorne bringen. Ich glaube, ich habe es jetzt hier nicht erwähnt, Startups for Net Neutrality ist eine wunderbare Plattform von europäischen Firmen und Startups, die sich ganz massiv in der europäischen Debatte einbringen. Jeder, der auch nur selbstständig unterwegs ist, sollte sich startupsfornetneutrality.org anschauen und dort Mitglied werden, ist auch etwas für Podcaster, ist im Grunde für jeden, der eine Website hat, egal ob die Bandbreiten intensiv ist oder nicht, etwas, was man in Betracht ziehen soll, weil gerade von Wirtschaftsseite her brauchen wir in Europa viel mehr Stimmen, um das zu replizieren, was in den USA und in Indien passiert ist. Auch in Indien ist es gerade eben die Startup-Szene, die sich ganz massiv natürlich dort einsetzt, weil denen werden durch internet.org natürlich de facto wird ihnen der eigene Markt kannibalisiert durch die USA.
Ich glaube, da hinten war noch eine Frage. Gab es noch jemanden, der seinen Arm bisher erfolglos gehoben hat? Ich wollte einfach, das hast du gerade schon angefangen, noch nach weiteren potenziellen Verbündeten aus eurer Sicht fragen, weil wenn nach außen kommuniziert wird, die EU, das hast du ja schon aufgedröselt, wie unterschiedlich da die Gemengelage in den verschiedenen Institutionen ist. Und da gibt es ja eben noch die unterschiedlichen Parteien, die unterschiedlichen Länder und auch die Industrie. Also was ist denn zum Beispiel mit den großen amerikanischen Internetunternehmen, wie bringen die sich hier in die europäische Debatte ein? Teils, teils. Microsoft und Netflix sind die einzigen beiden großen, die wirklich aktiv in Brüssel für das Thema lobbyieren, soweit ich das weiß. Aber wir bräuchten viel mehr diversere Stimmen aus der ganzen Gesellschaft, also eben auch öffentlich-rechtliche Jugendorganisationen. Es gibt auch Youth for Net Neutrality, eben die schon genannten Wirtschaftstreibenden, auch Podcaster, auch Minderheiten. Ja? Also alle, die irgendwie vielleicht auch potenziell in einem Zwei-Klassen-Internet zu denen gehören, die sich Netzneutralität nicht mehr leisten können. Es wird ja eine ökonomische Frage werden, wenn wir das Thema verlieren. Hier bräuchte es ein viel breiteres Bündnis. Und das ist auch, was Safety Internet liefern kann, weil wir uns als Plattform verstehen, da sind jetzt schon 11 Organisationen aus 7 Ländern dabei und es können noch viel mehr werden. Also wir würden uns auch wünschen, einfach eine E-Mail an info@safetyinternet.eu schicken und Teil des Bündnisses werden. Je breiter wir werden, umso schwerer ist unser Gewicht und umso mehr Gehör haben wir auch im Europaparlament. Ich sehe jetzt keine Hand mehr, aber was mich noch interessieren würde, du hattest ja die Kampagne aus Indien gezeigt. Was haben die denn besser gemacht? Also ich meine, es wirkt immer so, es klingt immer ein bisschen nach Hausaufgaben, die man machen muss, ne? Also sich für Netzneutralität einzusetzen, netzpolitische Themen zu beackern. Es klingt immer so ein bisschen nach Hausaufgaben, die man machen sollte, weil man ja gerne das Internet nutzen möchte. Was haben die in Indien besser gemacht? Warum war es wirklich eine Kampagne, die die Menschen offensichtlich auch begeistert hat? Also wir sehen, dass das Thema Netzneutralität oder eigentlich jedes Thema, wenn es zum ersten Mal über die öffentliche Wahrnehmungsschwelle kommt, ist es sehr leicht, da wirklich breite Kreise zu ziehen, weil man immer das Thema und die Kampagne gemeinsam kommuniziert und es miteinander ausgetauscht werden kann. Wir sind jetzt in der Situation, dass wir eigentlich seit 2010 dieses Thema in Europa kommunizieren, seit Ende 2013 aktiv mit dieser Kampagne. Und jetzt sind wir halt so in den mühsamen Tal in der Mitte, obwohl wir eigentlich kurz vorm Ende stehen. Also die Verhandlungen könnten noch vor Juni abgeschlossen werden. Was in Indien sicherlich auch geholfen hat, ist diese Komponente mit internet.org, dass es hier halt wirklich auch um Facebook versus die Bevölkerung aus dieser Region geht. Und dass es hier halt auch gerade eben eine Stimme vom globalen Süden war. Zero Rating in Entwicklungsländern wurde vor allem in solchen Diskursen wie hier auf westlichen Netzkonferenzen schon öfters diskutiert, auch auf IGFs in Istanbul schon diskutiert. Aber dass es wirklich Stimmen aus dem globalen Süden gibt, die sich dafür einsetzen, das hat sofort dann eben auch BBC, Wired und weltweite Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und natürlich auch wiederum dieses wirklich geniale, lustige YouTube-Video. Also das kann man nicht hoch genug bewerten, wie wichtig es ist, sowas leicht runterzubrechen. Und da muss ich mich selber auch in die Pflicht nehmen. Also ich bin jetzt seit so vielen Jahren in dem Thema drin. Ich habe so viele Fakten vor den Augen, als dass ich das noch wirklich leicht runterbrechen kann. Ich hoffe, der Vortrag war nicht so schlimm. Ich glaube, an dieser Stelle ist auf jeden Fall Zeit, dir dafür zu danken. Thomas Lohninger, bitte einen Applaus. Das hat er sich verdient.